für die Rechte der Tamilen und Tamilinnen gekämpft und tut es bis heute. Und war auch sehr maßgeblich bei der Ausrichtung und Durchführung unserer Reise beteiligt. Wir hoffen, dass er sich jetzt gleich meldet. Ansonsten, bevor Jutlal gleich noch zu uns spricht, glaube ich, würde ich jetzt schon mal eine Einladung ausrichten. Das gilt für heute, aber auch für morgen und übermorgen. Also ihr seid immer herzlich eingeladen, ob das jetzt heute gleich noch je nach der Kundgebung ist oder morgen oder übermorgen vorbeizukommen und das auch weiter in euren Kanälen zu verbreiten. Also, dass wir hier sind die nächsten Tage und schließt euch gerne an, kommt mit Zelt und Campingkocher vorbei. Und ich glaube, je mehr Menschen wir irgendwie sind, desto mehr Öffentlichkeit kriegen wir und desto größer wird das Thema. Genau, der Ort ist der Oststadtpark. Also, das ist ziemlich easy, wenn man einfach hier geradeaus geht und dann rechts runter ist da schon sofort der Park. Momentan sind wir bei 3 oder 4 Zelten, also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Platz im Park. Hallo zusammen, mein Name ist Jörg Krupp, ich komme aus Karlsruhe. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet, aber nach diesen Reden und nach diesen Schilderungen brennt einfach auch mein Herz. Und ich vielleicht muss nochmal, was mich in diesem Moment auch bewegt, vielleicht sagen. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gedrückt. Ich war bis im Jahr 2016 Mitglied der Partei der Grünen. Ich war bis ins Jahr 2015, von 2009 ab Mitglied des erweiterten Landesvorstands der Partei der Grünen in Baden-Württemberg. Und ich bin 1987 nach Tschernobyl dort eingetreten in eine Partei, für die es richtig war, die Festung, keine Festung Europa zuzulassen, für die es richtig war, gegen Abschiebungen zu kämpfen, für die es richtig war, für Asyl zu kämpfen. Und als wir 2011 in diese Landesregierung, in diese grün-rote Landesregierung gekommen sind, hätte ich nicht erwartet, dass unter einem Ministerpräsidenten Kretschmann, um auch mal die Namen zu sagen, die dafür verantwortlich sind, dass dieses Gebäude diese Funktion heute hat, dass unter einem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, bekennender Katholik, und einem Innenminister Gall von der SPD dieses Gebäude geplant wurde und eingerichtet wurde und man dann 2016 in eine grün-schwarze Regierung gegangen ist und mit Thomas Strobel einen Scharfmacher in Sachen Asyl und Abschiebungen als Innenminister installiert hat, von dem er genau wusste, was er für einer ist und es jetzt erneut getan hat in diesem Jahr. Da brennt mein Herz und ich merke, wie es mich wütend macht und ich es fast nicht aushalten kann. Ich weiß noch, welche Gespräche ich geführt habe als Landesvorstand mit Kretschmann, mit anderen, als es um die Erweiterung der sicheren Herkunftsländer ging. Wie ich bereit war, trotz allem dann doch noch zu glauben, dass es vielleicht, ja dann doch, das war es dann, der erste Schritt. Und da kommt dann nichts mehr. Und dann wurden die sicheren Herkunftsländer ausgeweitet. Und ich habe mit Alexander Salomon, Mitglied des Landtags aus Karlsruhe, viele Diskussionen geführt. Und er sagt immer, ja, was sollen wir denn machen? Was sollen wir denn machen? Da sage ich, ja, wehrt euch. Ja, wie? Juristisch, wie willst du denn das machen? Erklär es mir. Sag ich, ich bin nicht der MDL. Ihr müsst euch wehren. Ihr könnt es nicht zulassen. Ihr müsst damit aufhören. Ihr seid nicht die SPD, ihr seid nicht die CDU, ihr seid Grüne. Dafür seid und ist diese Partei immer eingetreten für genau das Gegenteil, das ihr jetzt tut. Und dann haben sie diesen Knast gebaut. Und jetzt setzen sie das einfach weiterhin um, jede Woche, jeden Monat, als hätte es nie im Leben was anderes gegeben. Und ich muss schlicht und ergreifend sagen, ich schäme mich
Und ich schäme mich für diese Landesregierung und ich schäme mich, dass es ein Teil in der Verantwortung als ehemaliger Landesvorstand auch war, der einen Teil davon von diesem Weg bereitet hat. Und es trifft mich bis ins innerste Mark heute, wenn ich diese Berichte höre. Und das wollte ich euch sagen. Danke.